Hier im Beachhaus geht alles seinen normalen Gang. Das heißt, die Gäste haben Spaß bei köstlichem Essen, einem traumhaften Blick und natürlich wunderbarer Sonne heute. Und wir machen den Beachhaus-Talk so ganz nebenbei hier in unserer kleinen, nicht sehr stillen Ecke. Und ich freue mich sehr darauf, dass Oliver Kalkofe bei uns zu Gast ist. Und wir schwadronieren über gutes Fernsehen, schlechtes Fernsehen, über Kriegspropaganda und Meinungsfreiheit und die Bedeutung von Meinheitsfreiheit und Medienkompetenz. Darüber quatschen wir und ich freue mich sehr drauf. Hallo zu einer ganz, ganz schönen und hoffentlich interessanten Ausgabe vom Beachhaus Talk hier frisch aus Sylt mit einem Mann, der so unfassbar vielfältig in seinen Aktionen und vor allem erfolgreich in seinen Aktionen ist, dass er in mir eine Bewunderin gefunden hat. Und das ist nicht selbstverständlich, denn der Parodist, Komödiant, TV- und Filmproduzent und Speaker Oliver Kalkofe ist bei uns zu Gast und ich freue mich total, dass du da bist, dass ich dich bewundere. Erzähle ich später, weshalb ich dich bewundere. Und natürlich ist Jan Scharfe wie immer dabei als mein Co-Moderator und Co-Host, den ich sehr lieb habe. Hallo lieber Jan. Danke gleichfalls, liebe Ola. Ich freue mich auch sehr, dass du, Olli, hier bist. Ich habe dich schon oft hier rumlaufen sehen und weiß natürlich um dich als mediale Person, als Person des öffentlichen Lebens. Und ich freue mich so sehr, dass du heute den Weg hier ins Beachhaus gefunden hast und ein bisschen aus deinem Leben erzählst und vor allem auch, was dich mit der Insel verbindet, warum du hier bist, warum du Urlaub machst, ob es mehr Business ist oder ob du hier deinen Kopf freikriegst, was du an diesem Sehnsuchtsort Sylt für dich irgendwie gefunden hast. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und du hast Wein mitgebracht, habe ich gehört. Ich habe Wein mitgebracht. Der redet doch mal Tacheles. Wir haben hier schon die ganze Zeit. Die Flasche ist noch zu. Ich sitze hier schon so lange. Olli hat mir vor dem Gespräch schon gesagt, dass er gerne Sauvignon Blanc trinkt. Wir haben von Zileni den Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Ich hoffe, er schmeckt uns. Ich auch. Ola kennt ihn auch schon. Wir haben ihn auch schon mal getrunken. Ja. Wir haben ja schon die ein oder andere Ausgabe hier zustande gebracht. Dankeschön. Vielen Dank. Wie gesagt, Zileni, Neuseeland. Ich freue mich sehr. Oliver, du bist ja bekannt, das wissen alle. Erstmal anstoßen. Hast recht. Sauvignon. Prost. Schön, dass ihr hier seid. Lecker. Wirklich so bei Sonnenschein. Ist das herrlich? Und man schaut auf das Meer und trinkt einen Weißwein. Und schöner kann es gar nicht sein. Sehe ich auch so. Ein bisschen geredet dabei, aber der Rest ist echt egal, es ist wunderbar. Doch, noch schöner wird es, wenn du uns ein bisschen von deinen Ansichten und Einsichten bezüglich aus der Fachabteilung gutes Fernsehen, schlechtes Fernsehen hier zum Besten gibst. Denn dafür bist du berühmt mit unfassbar witzigen Parodien. Ich meine, du gehst als Verona Poth verkleidet. Mich hat er auch schon auch parodiert. Ehrlich? Ulla knapp im Schritt. Ulla knapp im Schritt. Ulla knapp im Schritt. Alle Namensvarianten, glaube ich, von Ulla durch, die man nur machen kann. Das war sehr lustig. Sie ist in meinem Handy und auch als Ulla knapp im Schritt. Ja, sehr schön. Ich bin selbst in meinem Handy als Ulla knapp im Schritt vermerkt. Ja? Ich kenne mich gar nicht mehr. Wenn man dann professionell so einen Kontakt weiterleiten muss. Ne? Ja, ich habe auch noch die offizielle Version. Ne? Das ist dann Kork im Schritt. Aber nein, wir haben auch eine kleine gemeinsame Geschichte, der Olli Kalkofe und ich. Ich habe nämlich mal in einem Film mitgemacht. Wie hieß das nochmal? Das war das Special. Das war ein Special, nachdem ich dich schon mehrfach in der Mattscheibe damals vorgenommen hatte, sowohl im Radio wie auch im Fernsehen. Und wir aber eben schon einige Interviews und so hatten und ich gemerkt hatte, dass du ja auch Humor hast und dass das eben mit dir Spaß machen könnte, haben wir dann ein Special gemacht, wo wir die große Olli Kalk und Brink Show genau, gemacht haben. Genau, die große Olli Kalk und Brink Show. Wo es so gesagt wurde, wir würden ein riesiges Live-Event machen, um die Mattscheibe zu feiern und ich war weg und stellte sich raus, dass du mich hast entführen lassen. Ja. Also weil du einfach die Schnauze voll von mir hattest. Genau. Ich wurde bei einem Schrank gesperrt und es wurde währenddessen gab es dann eine Sendung und die haben dann
mein Lösegeld für mich gesammelt und sowas alles. Und habe ich nicht deinen Kopf in einen Haufen Spaghetti getunkt? Ja, ne? Das war, glaube ich, auch noch dabei. Auch noch gemacht. Das war, ja. Und dann später und bei meinen anderen. Also wir haben schon viele, viele Sachen gemacht. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt, woher hast du dieses Talent, Sendungen so zu filettieren, dass du sozusagen den absurden Aspekt einer jeden TV-Sendung eben parodistisch hochbringen kannst? Woher ich das habe oder warum oder weiß ich auch nicht. Ich habe, also es hat angefangen damit, dass ich halt Fernsehen als Kind und auch immer geliebt habe, ja. Und ich war fernsehsüchtig mein ganzes Leben lang. Bin ich immer noch. Bin ja. Ich auch noch. Ja. Und ich war auch als Kind war das Fernsehen mein bester Freund, bis ich dann den Videorekorder kennenlernte. Das war dann, haben wir eine Dreierbeziehung gehabt. Und das war dann, endlich also, mal. Ja. Und aber auf jeden Fall, ich habe das immer alles geliebt und irgendwann später habe ich gedacht, boah, ich liebe es so, und aber irgendwie habe ich das Gefühl, verarscht mich jetzt das Fernsehen. Als es immer mehr wurde und auch immer, also dann immer bekloppter und bescheuerter wurde. Und dann, darüber habe ich mich geärgert, habe das dann versucht rauszukitzeln und merkte, die Leute ärgern sich ja alle genauso wie ich, aber man weiß immer gar nicht, wo genau setzt du den Finger an, ja? Also wo bringst du das, damit du sagst, das ist übrigens das Absurde daran. Also sich einfach hinsetzen und scheiße, ja. Das kann jeder. Ja, ja. Ja, oder das war bei mir nicht so, oder es ist bei mir auch nicht so, weil ich weiß schon, was da auch für eine Arbeit und eine Mühe oder was dahinter steckt. Aber jedenfalls damals war der Gedanke, wo ist das und wo musst du den Punkt ansetzen und wo kannst du zeigen in Kürze, guck mal, das ist hieran bekloppt. Also nicht, dass sie so sind, nicht, dass der so aussieht, nicht, dass der, sondern das ist gerade, das ist absurd und hier wirst du als Zuschauer verarschen. Das habe ich immer versucht so rauszufiltern und das mache ich jetzt seit vielen Jahrzehnten und dadurch finde ich es, glaube ich, inzwischen ganz, ganz gut. Also recht du bist sowas wie der Dr. Sommer, der Dr. Sommer, ja, der TV-Aufklärung letztendlich, ja, genau, mit lustigen und, Mitteln. Und, ja? Und das Trüffelschwein der schlecht der bekloppten Fernsehmomente oder Filme, und das hat sich ja auch immer durchgezogen, egal ob es Fernsehen ist oder auch später Filme mit Schläferz, also immer ich suche immer was Schlechtes oder Bescheuertes oder etwas, was einen sonst ärgern würde und versuche daraus was Positives zu machen. Also, dass du darüber lachen kannst, dass du Spaß haben kannst oder eine Party draus machen kannst oder wie auch immer. Aber trotzdem hat man ja einen kleinen Lerneffekt. Das heißt, wenn du die schlechtesten Filme aller Zeiten, das ist nämlich Schläferz, die zeigst du dann. Und das macht ja totalen Spaß. Du bringst dem Zuschauer aber eigentlich auch ein bisschen bei, warum das die schlechtesten Filme aller Zeiten sind. Das und heißt, du machst Geschmacksbildung. Ja? Ich mach Geschmacksbildung und es ist auch, es wird immer so gesagt, wie, ihr macht nur lächerlich über irgendwelche Filme, das ist totaler Quatsch, sondern wir könnten, also Peter Rütten und ich, die wir das beide moderieren und schreiben und machen, das können wir auch nur deswegen, weil wir auch Filme lieben. Und zwar lieben wir aber gute wie auch schlechte. Wenn du viele Filme guckst, hast du zwangsläufig auch viele schlechte gesehen. Auch wenn du viel fernsiehst, hast du zwangsläufig auch viel Schlechtes gesehen. Und da war immer so, und jetzt ist es so, dass wir sagen, warum ist der denn eigentlich schlecht? Also ich erinnere mich, als ich ins Kino gegangen bin, früher als Kind, dann habe ich mich gar nicht getraut zu sagen, ich fand den jetzt schlecht, weil ich habe dafür Geld bezahlt, ich bin dahin, ich wollte, dass der das toll ist. Ja gut sein. Und dann, wenn er nicht so war, dann bin ich so damals mit 12, 13, 14 raus und dachte so, wahrscheinlich war ich zu jung. Wahrscheinlich habe ich es nicht verstanden. Oder zu dumm. Na, so, ich war zu dumm, weil da habe ich es irgendwie nicht begriffen. Wohl mein Fehler. Da habe ich gar nicht bemerkt oder nicht gedacht, dass die mich einfach verarschen. Ja. Dass ich da schon verscheißert werde, dass das echt zum Teil totaler Müll war, den ich da geguckt habe. Weil ich mir jetzt gar nicht, weil ich gedacht habe, nein, das machen die ja nicht. Jetzt bezahlst du ja dafür Geld, die nehmen das ja an. Ich war so naiv, dass ich dachte, es gibt ja keine Betrüger oder irgendwie Leute, die dich da verarschen wollen. Und jetzt ist es so, dass wir eigentlich zeigen, wie guckst du einen Film, wie verstehst du einen Film und wie, was fehlt, warum ist der eigentlich schlecht? Mal ist es die fehlende Handlung, mal ist es das fehlende Geld, mal ist es die fehlenden Schauspieler, meistens alles. Mhm. Aber irgendwelche Teile und dass du siehst, der könnte eigentlich ganz gut sein, weil die Geschichte, die gibt es noch, aber der ist einfach so scheiße gemacht. Oder du siehst, der ist halt kacke, weil der hat einfach keine Geschichte. Der hat zwar tolle Schauspieler oder so, jetzt haben wir aktuell Super Mario Brothers, der hat 50 Millionen gekostet, war ein Riesending, Bob Hoskins, Dennis Hopper, und ist ein unerträglich beschissener Film, weil er keine Geschichte und gar nichts hat und weil du irre wirst dabei. Mhm. Und so ist es so, du lernst Filme, du feierst die auch,
Filme, die sonst nie wieder gefeiert werden, weil kein anderer würde die bewusst zeigen und bewusst was aus denen machen. Und das finde ich toll. Also das finde ich von uns sehr nett, dass wir diesen Film nochmal eine Chance geben. Danke, Oliver. Dass wir die noch einmal auf den Podest heben, wo sie niemals waren wahrscheinlich. Sag mal, hast du so eine Hitliste der schlechtesten Filme aller Zeiten? Gibt es einen Film, der dir einfällt, wo du sagst, das ist ein so gottverdammter Schrott und Dreck? Es gibt so viele verschiedene, es ist so schwer. Also Film ist immer subjektiv, ne? Also weil der eine sagt, Titanic, der schönste Film aller Zeiten, die anderen sagen, der letzte Dreck, so ist es ja bei jedem. Ja. Für mich war es der schlimmste, den ich gesehen habe und ich bearbeitet habe bei Schläferz, war Lass Jucken kommen. Das aus den 70ern. 74. Softporno. Ja. Ein mega Erfolg, 3,5 Millionen Zuschauer, ja. Gleich hinter Vier Fäuste für ein Halleluja und Der Pate, ja. In dem Jahr war Lars Juckenkumpel. Und das ist einer der schlimmsten menschenverachtenden Filme, ja. Einfach, der ist widerlich. Das ist so wie unterm Dirndl wird gejudelt, aber weißt du, in die Kategorie. Aber das ist so ein bisschen aus dem Ruhrpott und nur ja. Eklig, da geht es wirklich, das sind also von... Mama, nicht sehen und eklig. Angucken. Also nein, du guckst und du willst, du hast keine Sekunde, die dir Spaß macht. Und Super Mario Brothers, was ich sagte, war einer, der mich intellektuell am meisten zerstört hat, weil der so... Der ist fast 2 Stunden und der ist nur laut schreien, brüllen und du verstehst nicht eine Szene von der nächsten, weil es gab teilweise 8 Drehbücher gleichzeitig und die haben verschiedene Filme quasi gedreht und am Ende irgendwas zusammengebastelt und du verstehst nichts, aber die ganze Zeit wird geschrien, es ist laut und du hältst nie aus. Und der hat mich an den wirklich die Grenzen meines Verstandes gebracht. Lass Jucken, Kumpel, war so an die Grenzen meiner, also da habe ich meine Ekelgrenzen alle überschritten, persönlich. Und hier die Verstandsgrenzen, also so diese beiden fand ich die schlimmsten. Ja. Gut, wie ist dein Weg da? Bist du entdeckt worden? Hast du Schauspiel gelernt? Bist du Moderator? Oder wie flutscht das dann? Dass nicht nur das Feuerwehrfest sagt, Mensch, der Olli, der kann nichts machen, genau, sondern das ist, ja das ist das, dann was halt uns, groß. Ne? Ich sage auch, ich glaube, das meiste hat das Schicksal gemacht, glaube ich wirklich, ja. Weil ich bin immer schicksalhaft dahin gefügt und geführt worden, wo gerade der richtige Moment zur richtigen Zeit war. Ja. Ich selber hätte das nie geschafft. Ich habe immer eigentlich alle Entscheidungen falsch getroffen. Also immer, wenn ich bewusst was gesagt habe, ich mache jetzt das, und immer, dann war es immer falsch. Ich bin immer hingeführt worden und immer mit der Nase drauf. Ich glaube, das kennen wir alle so. Ja, und das bisschen, ist echt ja. so. Und ich habe nichts davon gelernt. Gar nichts. Ich habe nicht sprechen gelernt, ich habe nicht moderieren gelernt, ich habe gar nichts gelernt. Und ich habe es mir selber so beigebracht. Und ich war am Anfang und bin es heute noch auch trotzdem immer, dass ich denke, kann ich das eigentlich und weiß es nicht. Und aber das ist auch eine gute Eigenschaft. Das ist eine gute Eigenschaft, dass man eben nicht selbstzufrieden da sitzt und sagt, ich bin der Größte, mir kann keiner, sondern dieser angeborene Selbstzweifel, der bescheidenen Menschen einfach angeboren ist. Muss ich gerade was zu sagen, weil ich diese Talkrunde so ein bisschen auf ein kleines Niveau heben. Nee, nicht Niveau, überhaupt nicht. Endlich. Aber ich finde das so nett. Ihr kennt euch schon lange, ich kannte dich noch gar nicht. Natürlich weiß ich um dich, aber ich kenne dich ja nicht in Persona. Und auch das, was du gerade gesagt hast, Mann, das ist total nett. Da kommt nicht irgendeiner, der stieselt hier hin und überrollt mich und drückt alles weg. Das ist total nett mit dir, Olli. Und da möchte ich jetzt anknüpfen und dich fragen, was du, netter Mensch, auf dieser netten Insel Sylt eigentlich machst. Wie kommst du hier hin und was machst du hier? Ich bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren regelmäßig hier. Okay. Vorher habe ich immer gedacht, oh, Sylt ist viel zu teuer, viel zu schick, viel zu edel für mich, da passe ich gar nicht hin. Dann irgendwann haben wir mal gesagt, also als Familie, mit unserer Tochter, die zur Schule ging zu der Zeit noch, und mit meiner Frau und mit unserem Hund, der eben gerne am Strand tobt, lass uns doch mal Sylt ausprobieren. Und da haben wir uns dann schock verliebt und sind seitdem möglichst 1-2 Mal im Jahr hier. Wie schön. Und inzwischen ist es so, dass wir sagen, das ist immer der Jahresurlaub für unseren Hund. Golden Doodle, der heißt Dexter. Der ist auch sehr in vielen Filmen. Dexter ist ja eigentlich ein Serienmörder, ne? Je nachdem, wir haben damals einen Namen gesucht. Unsere Tochter wollte irgendwas Englisches, hatte so Buddy Buster und so, haben wir gesagt, nee. Dann kam Dexter ins Spiel. Meine Diese Frau Serie. Sagte, Dexter von Denver Clan früher, der Lover von John Collins, von Alexis. Und ich sagte natürlich Dexter, die Serie und die Bücher, die ich alle kannte, und sagte, das ist cool. Und unsere Tochter sagte auch, ja, das klingt cool. Und so hatten wir einen Namen und jeder hat was anderes gesehen. Und unser Hund ist jetzt eben inzwischen schon 12, aber immer noch hier, wird der zu einem jungen,
wirklich wie ein Welpe, der läuft durch den Sand, der springt, der ist fröhlich, der hört nicht auf. Und du auch, nehme ich an, ja? Und ich so gut sagen, kann wie die vielen Menschen ja auch. Und ich so, ich laufe hinterher. Ich muss immer den Ball werfen, er hat immer Ball, er ist nur auf den Ball fixiert oder auf den Stock. Und der liebt das hier so und wirklich, wann immer der irgendwie nicht so gut drauf ist, wenn man hier wieder mit ihm hinfährt, der war ein, zwei Mal richtig krank, sehr, sehr krank. Und dann sind wir danach hierher und nach einer Woche war er wieder das blühende Leben. Und das ist immer hier, immer Hundeurlaub. Also immer, ist unsere offizielle Ausrede ist immer, wir müssen wegen Dexter hier Hundetherapie. Urlaub machen. Hundetherapie. Da muss ja auch einen Urlaub haben. Aber neben diesem Urlaub, ist das für dich eine reine Urlaubsdestination oder bist du hier auch beruflich? Machst du hier was? Kann man dich hier sehen? Nein, beruflich nicht, dass ich jetzt hier Auftritte mache oder sonst was. Ich nutze aber hier die Zeit auch zum Arbeiten mal, zum Schreiben, um in Ruhe was zu machen, um Leute zu treffen oder solche Sachen. Oder Planungen zu machen und eben einfach mal runterzukommen. Weil das ist das Tolle hier, man kommt hier so schnell runter. Man ist innerhalb von wenigen Stunden, finde ich, wenn man hier ankommt, so entspannt und kommt einmal so und wird so auf Null gesetzt wieder. Das, ja, das stimmt. Ist das Tolle hier. Aber ihr habt jetzt auch was Spannendes vor. Es gibt ja die schlechtesten Filme aller Zeiten und ihr wollt jetzt Cool Fats. Ja, wir haben gesagt, kann man das auch mit guten Filmen machen? Und da haben wir gesagt, ja. Und da habe ich eine Idee gehabt, gesagt, also die besten, das behauptet jeder, aber wir haben gesagt, lass uns die kultigsten Filme aller Zeiten nehmen und Filme raussuchen, die man gerne gesehen hat und die man toll findet, aber die nicht auf jeder Bestenliste unbedingt sind, aber die man im Kino gesehen hat, die man, die einen das Leben begleitet haben und beim einen mehr oder weniger. Und dass wir die gucken, feiern, daraus ein Fest machen und das richtig schön machen, nicht die ganze Zeit kommentieren, wie bei Schläferz, weil da müssen wir uns die Filme schön saufen und schön und Sachen noch mal erzählen, weil sonst hältst du den Film nicht aus. Sonst kommen die mit Herpes nach Hause. Ja, hier hältst du lieber die Fresse und genießt den Film, machst aber vorher und nachher was und redest darüber und überlegst und gehst auch mal so ran, ist der heute noch so? Also ist der zeitlos geblieben? Also wie war die Haltbarkeit? Hat der, warum war der damals so ein Kult in der Zeit und warum und wie sehe ich den heute? Kannst du mal symbolisch einen Titel nennen? Ich kann jetzt schlecht, weil wir die noch nicht bekannt gegeben haben. Aber mir fällt einer ein, weil ich bin jetzt neutral, ich mische da ja nicht mit. Für mich war unfassbar beeindruckend, weil ich nicht wusste, ob es ein Kriegs- oder Antikriegsfilm ist. Für mich der kultigste Ulla-Film ist Apocalypse Now. Okay. Ja. Francis Ford Coppola und Martin Sheen und der sehr fette Marlon Brando, der auch völligen Unsinn daher schwadroniert, was auch damals überliefert ist. Ja? Was ja auch ein Film ist, mit dem man damals gar nichts erstmal anfangen konnte, weil du eben da die Mischung zwischen Satire und Drama hast. Ganz genau. Was wir nicht gewohnt waren. Ja, ja, aber und der hat mich, ich war 16, da habe ich den im Kino und gesehen, geflasht. Und sagst du ja geflasht, heute auch, wenn du irgendwie ein junges Publikum hast oder sowas, wenn du denen heute vorsetzt, dann sagen die, was ist denn los? Aber dass bestimmte Sachen bahnbrechend damals waren. Also was Politik, Sexualität und alles angeht, das ist ja immer der Zeit geschuldet, ob so ein Film dann was wird. Und damit hast du später Filme auch, die du dann siehst, die einfach die Zeit überdauern und die jeder weiß irgendwas, also du sagst denen und jeder hat das gehört, also jeder weiß damit was anzufangen, ob du ihn nun gesehen hast oder nicht. Und das ist eben spannend, das jetzt nochmal zu gucken, wie ist das, also warum eigentlich und ist der noch so und hat der die Zeit überdauert oder ist er schlecht gealtert? Guck mal, sowas wie der dritte Mann ist ja auch so ein Klassiker. Es gibt tausende, es gibt wirklich, also ich habe eine ganz lange Liste, ich habe mir gleich hingesetzt und so 100 Filme aufgeschrieben und jetzt haben wir 4 Stück, die wir kriegen konnten und die wir jetzt erstmal nehmen und das werden wir jetzt im Juni, glaube ich, wird das ausgestrahlt. Und wir sind gerade dabei bei Tele5, auch die schlechtesten Filme auch. Schläferz ist immer freitags spät. Und dann eben die werden auch am Freitag dann sein. Und das macht einfach Spaß. Also sich überhaupt mit Filmen auseinandersetzen. Ich wäre auch gerne ein großer Filmstar geworden. Das hat nicht ganz so klappt. Aber der Wichser-Teil 1 und Teil 2? Wenigstens das. Also super. Aber das Tolle ist, weißt du, kannst ja nochmal in alle möglichen Rollen schlüpfen und du kannst das parodieren und du machst, also vielleicht dieses besser. Parodieren und sich darüber, also es ja nicht darüber lustig machen, sondern so ein Teil davon werden. Und das du dann, legst den Kern ja frei. Ja, und das macht so einen Spaß. Also das ist wirklich, und das, wenn ich sehe, was wir für einen Scheiß da machen, Peter und ich, das letzte Mal, ich habe gerade Fotos von mir im Peniskostüm und er als ein halbnackter Hardrocker und wir kämpfen gegeneinander. Ich bin ein Teufelspenis und er ist ein armer halbnackt. Und dann haben wir die Fotos und dann guckst du dir das an und denkst so, okay, wir sind jetzt eigentlich auch keine 20 mehr. Aber ich kann jetzt Dickpics verschicken, endlich. Ja. Zum ersten Mal. Ich freue mich. An die Frau Knapp im Schritt ein Dickpic schicken. Aber es ist irre, wenn du so denkst, aber wir haben da überhaupt gar keine...
da denkt keiner drüber nach, weißt du? Wir machen das ein einfach Glück, so, ja, wie, als wären wir Kinder, ja, und es macht einfach einen solchen Spaß. Und aber ich glaube, dass die Fähigkeit, sich zu halten, so ein bisschen albern sein zu dürfen, ja, egal in welchem Alter, ist ja schon sehr wichtig. Bitte, ja, mehr Leute. Und ja, sich selbst auch nicht so wichtig, ja, und so richtig ernst nehmen. Ja. Das ist ja das, was ich immer so das Furchtbare finde, sage ich auch immer so als Beispiel, tatsächlich, wenn sich die Leute, die sich ja, also du siehst ja, es gibt ja so bestimmte Gruppen, die sich gerne aufregen, ja, ja, und die sich auch gerne auf die Fresse hauen oder gerne pöbeln. Die brauchen das auch für den Urlaub. Der muss gescheit sein, der muss mich ärgern. Und das verstehe ich immer nicht. Oder auch sowas wie, Leute, wenn du siehst, so der Klassiker in der Kneipe, deine Mutter ist eine Hure. Ja. So, ne? So Klassiker. Also da würde ich doch antworten wie, Entschuldigung, nein, es muss eine Verwechslung sein. Ich gestehe, also wäre schön, wenn sie was dazu verdienen würde. Wir haben es ja auch vorgeschlagen, aber sie will nicht. Also, kannst du sagen, also warum sollst du dich darüber aufregen? Ja. Außer sie ist es und es gibt irgendwie, kriegst eine schlechte Kundenbewertung. Ja. Und dann hast du, und dann sagst du, okay, lass uns reden, aber auch jetzt das nicht eine Ein-Stern-Bewertung. Aber was ist, also warum? Also warum regst du dich darüber auf? Warum haust du dir dann aufs Maul? Warum? Weil ich glaube, nicht jedem ist das Wort gegeben. Weißt du, das ist auch ein Talent, sich wehren zu können. Schlagfertigkeitstraining im verbalen Bereich wäre ein schönes Schulfach, finde ich. Ach, ja, schönes Schulfach. Dann gäbe es weniger Kloppe. Ja. Genauso wie ein schönes Schulfach, wo du das als Stichwort sagst, ich bin ja immer dafür, ich gehe dafür seit Jahren rum. Ich finde, es muss ganz dringend Medienkunde als Schulfach werden. Ja. Wir haben das größte Problem und wir sehen es jetzt, vor allem gerade wieder durch die Ukraine, durch den Ukraine-Krieg von Putin, der eine Propaganda betreibt, wo du eben siehst, dass das Volk nicht weiß, was wirklich geschieht und dass du eine pressefreie, also dass die Pressefreiheit wichtig ist. Ja. Und du musst das als junger Mensch, alle Menschen haben mit Medien zu tun, egal ob es Zeitung, Buch, Fernsehen, Internet, Handy, Instagram, Social Media, ist ganz egal. Medien sind um uns rum. Und nie wird uns irgendwie beigebracht, wie wir das, also wie man damit umgeht, wie man richtig von falsch unterscheidet, wie man irgendwas macht. Nichts. Und das, finde ich, müsste es geben. Und ich verstehe nicht, dass das nicht schon lange gibt. Es gibt aber Korrektiv.org. Das ist eine spendenbasierte journalistische Vereinigung, die auch international arbeiten. Und die bieten zum Beispiel kostenfrei Workshops für alle Bürger, auch Jugendklassen etc. pp. an, wo die Medienkompetenz beigebracht wird. Das ist toll, aber ist halt eben minimal. Das ist ein Tropfen. Was Olli gerade sagt, in der Schule muss es irgendwie, es ist ja, das, und was du gerade sagst mit der Ukraine und so, das ist einem ja, also ich wusste gar nicht, dass das noch möglich ist, dass du sowas wie damals die Gleichschaltung der Medien unter dem Regime des Dritten Reiches, dass das heutzutage noch möglich ist. Das hat sich mir gar nicht erschlossen, dass das geht. Und welche Macht das hat. Du hast gedacht, sowas kann nie mehr passieren. Ja. Ja. Haben wir gedacht. Auch schon damals. Naja, aber auch aufgrund des Medienflusses. Ja. Du kannst ja nicht irgendwie Zettel nehmen und sagen, den liest du nicht, sondern du machst ein Internetbegrenzung. Ja, das grenzenlose Internet, das weißt du jetzt im Schrank. Wahnsinn. Ja, und das ist eben etwas, und gerade die Kinder, ich meine, die Kinder sind den Eltern meistens heute sowieso weit voraus damit. Aber sie können eben noch nicht unterscheiden, was richtig oder falsch ist. Richtig. Wo du manipuliert wirst, wo du betrogen wirst, wo du abgezockt wirst oder sonst was. Und ganz überhaupt genau, auch allein nur eine Zeitung, also lernen, wie du eine Zeitung liest, wo findest du was, wo weißt du, welche Zeitung liest du? Und im Netz, jetzt kann jeder Mensch kann ein Sender sein, also das heißt, du kannst, du weißt gar nicht wie, und alles sieht gleich aus, das sieht alles recht professionell aus, Woher weißt du, was stimmt und was nicht. Ja. Also das ist echt wichtig, und gerade auch jetzt schon vor Putin, ne, wenn wir nur die Jahre zurückdenken, egal ob es Corona-Leugner oder AfD-AnhängerInnen oder was auch immer war, es muss man immer AfD-AnhängerInnen sagen, das ärgert sie besonders. Der Klick war nicht so gut. Das ist eben das, was schon die ganze Zeit war, wo die eben behaupten, gleichgeschaltete Medien und die Staatsmedien und so, Leute am Arsch, guckt euch jetzt mal an, was das wirklich ist. Ja. Der Unterschied ist, du darfst hier bei uns immer noch alles sagen, du darfst auf die Straße gehen und dafür demonstrieren, dass du ja gar nicht mehr demonstrieren darfst. Und das ist eben so absurd. Die gehen auf die Straße und sagen, man darf ja gar nichts mehr offen sagen. Nee, aber die Leute dürfen ja auch sagen, wenn du Scheiße redest. Ja. Und das ist es ja nur. Das sind immer so die Sätze von Arschlöchern, die dir sagen wollen, wie ich will meine Scheiße sagen und keiner soll mir dagegen sprechen. Die sollen damit trotzdem sollen sagen, dass das super ist. Und das sehen sie schon als Einschränkung der Pressefreiheit an. Wenn man dann sagt, wie, das ist aber nicht in Ordnung, das darfst du auch nicht, also damit das kannst du vielleicht sagen, aber dann bist du eben kein Nachrichtensprecher oder dann bist du ja nicht, arbeitest du nicht hier oder so. Aber das ist was vollkommen anderes als das, was wir jetzt wirklich woanders auf der Welt erleben,
ob das in China oder Russland oder sonst wo ist. Und das ist, finde ich, dann immer so eine Dreistigkeit, das hier so. Also halten wir fest, Pressefreiheit ist ein hohes Gut, das wir schätzen sollten. Und das hatten wir mehr Grund, das zu schätzen als gerade jetzt. Ja. Darauf trinken wir. Olli, herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns. Ganz herzlich, das hat mich sehr gefreut. Komm, wir machen die nächste Runde. Tschüss, tschüss. Ciao. Vielen Dank, Olli. Sehr gut. Danke, Jan.